Mal schauen, wie das geht mit dem Main des Sky Shadows. Ich wünsche mir Glück, es ist das erste Mal, dass ich einen Wing werfe. Positiv überrascht. Das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Das Problem ist im Moment, dass ich massiv den Elevator nach hinten ziehen muss. Also er geht mir zu stark gegen den Boden. Aber das ist wahrscheinlich, weil die auch noch nicht wirklich justiert und eingerichtet sind. Ich mache jetzt hier manuell, dass die Kontrollflächen ein bisschen weiter nach oben zeigen. Und dann, wenn das einigermaßen eingependelt ist, werde ich dann die stabilisierten Modis testen und gucken, ob das auch funktioniert. So, ich habe nun die Kontrollfläche eingestellt, dass sie neutral etwas hochgucken. Wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, aber wenn ich mich richtig an die Anleitung erinnere, sollte das sowieso nicht nötig sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein CG-Problem. Aber jetzt mal schauen, wie schlimm es wirklich ist. Und ob ich noch einmal einen Start hinkriege, bei dem ich den Flügel nicht direkt in den Boden ramme. Das, meine Lieben, ist der Grund, warum ich die Kaipi noch nicht gemeldet habe, ohne dass mir entweder jemand hilft oder ich eine Startvorrichtung habe. Nach diesem sehr eleganten und geglückten Start werde ich jetzt versuchen, mit den Stabilisierungsmodi zu arbeiten. Ich habe ja den Flight Controller des eigentlichen Bruders von diesem Flügel drin, des grauen Sky Shadow. Und im Moment habe ich auf Durchgang gestellt, also was ich eingebe, führt der direkt aus. Und es hat zwei Modi. Bei meinem Modus versucht er, der nennt sich Heading Hold, versucht er, den Flieger in die Richtung zu richten, in der er beim Aktivieren des Modus ist. Also könnte man mehr oder weniger sagen, fliegt dahin, und der versucht das dann alles, Einflüsse wie Wind oder ähnliches, zu kompensieren und in die Richtung zu fliegen. Und der andere ist ein normaler, stabilisierter Modus, in dem er einfach versucht, das zu korrigieren, was mit ihm passiert. Aber wenn das Heading sich ändert, ist ihm das egal. Mal schauen, wie das geht. Und das muss man noch konfigurieren. Das sind drei Potentiometer, die man einstellen muss, wie stark der reagieren und ausschlagen soll. Ich habe die Grundkonfiguration in der Werkstatt bereits vorgenommen, schon vor längerem, und geguckt, dass zumindest die Kontrollflächen hoffentlich in die richtige Richtung korrigieren. Ansonsten würde das dann
zu einer Katastrophe führen. Und im Moment ist es auf Vollausschlag konfiguriert und ich glaube nicht, dass das wirklich nötig und die gute Idee ist, da direkt mit Vollpower einzusteigen. Ich werde das jetzt ein bisschen runterschrauben, mal auf die Hälfte und hoffentlich dann versuchen, was passiert, oder hoffentlich rausfinden, was passiert im positiven Sinne, wenn ich den dann werfe und gucken, ob es zu einem Crash führt oder ob es wirklich hilft. Glücklicherweise habe ich das nochmal angeguckt. Ich habe das natürlich genau falsch eingestellt. Also ich habe das für schlimm bessert. Die Originalkonfiguration war eigentlich okay mit den Richtungen. Ja, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Das wäre sonst ganz sicher nicht gut gekommen. Wie es jetzt kommt, werden wir auch erst rausfinden. Ich drücke mir die Daumen. Mäßiger Erfolg. Geflogen wäre eigentlich sehr gut, bis ich den Stabilisierungsmodus aktiviert habe. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber ich werde das auf jeden Fall von der Kamera einblenden, falls die das noch mitgekriegt habt. Er hat direkt ein Schrauben angefangen zu machen, die nicht mehr kontrollierbar waren. Also hat es massiv überreagiert oder wahrscheinlich eher doch in die falsche Richtung. Das ist nicht so einfach mit diesen Einstellungen. Ich hoffe, mein VTX hat es nicht gegrillt. Und es ist auf jeden Fall wieder etwas Löten und Kleben vonnöten. Genau deswegen habe ich den günstigen Wing genommen und sammle hier erstmal wichtige Erfahrungen, bevor ich den teuren Caipirinha in den Boden setze. Jetzt auch ein bisschen Quad fliegen, da weiß ich zumindest, wie es geht. Seid ihr immer noch da? Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.